So, grüß Gott. Zwei Kühe. Zeig mir mal her, was wir da haben. Woher haben Sie die? Sie sind aus dem Besitz meiner Mutter. Aha. Und woher hat sie ihre Mutter? Weiß man nicht. Doch, von ihrem Onkel, der in Paris Kunst studiert hat und hat es um 1900 mal mitgebracht. Ah ja. Hat der selbst gezeichnet? Hat der war Künstler, belgischer Künstler. Aha. Meine Mutter ist Belgierin. Mhm. Ja. Auch Zeichner? Nee, Skulpturen. Ah, Skulptur, ja. Mhm. Aha. Ja, vielleicht hat er sich da besonders an diesen Volumina, die da herausgearbeitet sind in den Körpern dieser Kühe, die ja so ein bisschen in zwei verschiedenen Modi ausgeführt sind. Die eine so etwas Licht und die andere etwas dunkler, fester durchgeführt mit der Rötelkreide. Das Auffallende hier, dass das nicht nur Zeichnungen sind, weil da halt jetzt zwei Kühe abzubilden sind, sondern dass hier der stilistische und der zeichnerische Versuch unternommen wird mit einer ganz eigenen Zeichentechnik, die nur aus Strichen besteht, diese Tiere erstehen zu lassen. Sie werden kaum eine gesamte Linie finden, eine durchgezogene Linie, sondern es sind lauter relativ kurze, fast wie ein, also es hat mit Impressionismus nichts zu tun, aber 150 Jahre, 170 Jahre später wird dann so gemalt, dass durch das Setzen von kleinen Strichen hier die Zeichnung ersteht. Dann ist es einfach so, dass der Rötel, wie der Name ja schon sagt, Farbe in die Sache hineinbringt. Und der Rötel heißt ja im Französischen, wo er es erworben hat, Sanguin, eigentlich Blut. Und früher hat es in Deutschland auch Blutstein gehießen, also dieser Rötelstift oder die Rötelkreide, die man ja auch auf ganz wunderbare Weise als Zeichner handhaben kann, indem dass man von der Kante auf die Fläche umdrehen kann, schmieren kann, von der Spitze, vom spitzen schmalen Strich in einen dicken Strich modellierend. Da sind wir wieder beim Bildhauer, was dem vielleicht gefallen hat. In diesen Strichverbänden dieser etwas dunkleren Kuh, aber bei der anderen sieht man das genauso, wie der Zeichner geradezu Lust hat, da zu modellieren mit dieser Rötelkreide. Zeitlich sind wir ungefähr um 1700, vielleicht ein bisschen vorher. Es ist also ein niederländischer Maler. Der Maler ist aufgrund dieser ganz typischen stilistischen Dinge, die man sieht, als Pieter van Bloemen zu identifizieren. Und das Interessante ist, da geht es jetzt nicht, ich meine, Sie müssen sich vorstellen, eine Kuh, eine einzelne Kuh wird Thema eines kleinen Kunstwerkes. Das ist Zeichen einer besonderen Selbsteinschätzung, eines besonderen Stolzes auch, einer besonderen Künstlerempfindung, dass man imstande ist, jetzt normalerweise würde man sagen, der liebe Gott ist Thema oder ein Fürst oder ein Graf oder irgendeine tolle Geschichte. Nein, hier sind zwei einfache Kühe Thema. Und das ist ein Zeichen dieses ausgehenden 17. Jahrhunderts, wo man sich der Natur als Bildgeber nähert, aber die eigene Fähigkeit der Wiedergabe zum Thema machen. Wir sind da sogar schon in einer etwas späteren Phase, wo das eigentlich schon eingeführt ist. Ein ganz bekannter Maler in diesem Genre, in diesem Weidebild, ist der Paulus Potter, der einen monumentalen Stier dargestellt hat mit dem Bauern daneben, der das natürlich in vollem Stolz auch präsentiert, dieses Prachtexemplar von Tier. Und jetzt ist auch die Frage, was ist die Funktion von solchen Zeichnungen? Und ich glaube, dass das jetzt nicht Vorstudien sind für Gemälde oder so, sondern autonome Zeichnungen, Sammlerstücke, die auch dafür gemacht worden sind, dass sie gut gerahmt. Das war mal sehr gut gerahmt. Also mir gefällt diese Rahmung, auch wenn sie nicht aus der Zeit ist, sondern sie ist 100 Jahre später mit Passepartouts. Und die wurden in die Studios gehängt, nicht? Da gab es dann die großen, schönen Bilder, die Tierbilder. Pieter van Bloemen ist ja für sehr schöne Tierbilder bekannt. Da gab es dann diese Bilder. Und daneben hat man als Erklärung vielleicht, als Weg dorthin, auch die Zeichnung angesetzt. Die Zeichnung als autonomes Kunstwerk. Die Jahrzehnte davor, der Generationen davor, war die Zeichnung oft nur ein Hilfsmittel, auch bei den ganz Großen. Aber ab dem 17. Jahrhundert wird die Zeichnung zu einem autonomen Kunstwerk. Sie wird als Kunstwerk geschaffen und ist nicht das Nebenprodukt an der Arbeit eines größeren Bildes. Was mir hier gut gefällt, ist dieser originale Zustand. Ich würde ihn auch nicht verändern, auch wenn der Schmutz der Jahrhunderte oder sagen wir der letzten 180 Jahre hier einiges gemacht hat. Also ich würde mal vorschlagen, dass man es vorsichtig herausnimmt, dass man das Glas von innen reinigt, dass vielleicht ein Restaurator auch diese Passepartouts, dass das gereinigt wird und dass sie so wieder zusammensetzen. Weil sie sind
kleine künstlerische Kostbarkeiten, weil sie Dinge schildern, die wir heute in dieser Form nicht mehr sehen. Heute werden die Dinge oft zerlegt, sind schon das fünfte Mal restauriert worden und so weiter. Zum Preis? Ja, also so entzückend die Kostbarkeit ist, so wenig aufregend ist jetzt der Preis, weil ich würde also pro Blatt irgendwas in der Größenordnung, so wie es hier ist, auch mit dem Rahmen, mit den schönen Waschgoldleisten, einen Preis ansetzen zwischen 400 und 500 Euro pro Bild. Herzenswert ist es allemal viel mehr wert. Mit dem Preis zufrieden? Oder haben Sie was anderes vorgestellt? Oder gar nichts? Es soll ja nicht verkauft werden. Oder ja, okay, also vielen Dank. Dankeschön, auf Wiedersehen. Danke, Wiedersehen.